Als ich jung war, gab es etwas namens Whole Earth Katalog, eine Art Bibel meiner Generation. Voller Idealismus, tollen Geräten und großartigen Ideen. Sehr wichtig war der Whole Earth Katalog. Der Herausgeber, Stuart Brand, wollte damit Technik und Menschen, die auf neue Art gemeinsam leben wollten, zusammenbringen. Denn für ihn war Technik ein notwendiger Teil des Lebens. Man muss sich klarmachen, dass in dieser psychedelischen Zeit alle sehr natürlich und unkompliziert sein wollten. Sie ernährten sich aus der Natur und bauten ihr eigenes Essen an. In diesen Hippie-Kommunen spielte Technik kaum eine Rolle. Der Whole Earth-Katalog betonte, wie wichtig es sei, sich mit Technik und Geräten auszukennen. Es sei schlichtweg notwendig. Das war 1968. Die letzte Ausgabe zeigt eine Landstraße im Morgenlicht. So eine, auf der man sich beim Trampen wiederfinden würde, wenn man sich das traut. Darunter stand: Bleibt hungrig, bleibt verrückt. Und genau das wollte ich immer sein. Steve Paul Jobs wird am 24. Februar 1955 geboren. Mit 17 findet er sich im Zentrum der Hippie-Bewegung wieder, gleichzeitig das technologische Zentrum der Welt. Zwischen den Hippies und der University of California in Berkeley gab es eine enge Verbindung. Durch die Akademiker gelangte die Technik in die Hände der Hippie-Gemeinschaft. Auch die Nerds spürten, dass die Welt jenseits ihrer Rechner in Aufruhr war. Ich war in Berkeley Teil der Revolution von 1964. Wir kämpften für die Redefreiheit. Ich selbst stellte mir die Frage, welche Technologien notwendig wären, damit wir dieses Ziel auch wirklich erreichen, und zwar im Alltag. Die Pioniere des Heimcomputers schimpften auf die sogenannten Computerpriester, der Großrechner. Eine Kritik, die sich auch in vielen Publikationen wiederfand. Man nannte das Computerlib, nach dem Titel einer dieser Underground-Publikationen. Deren Autor hielt Technologie für die Universallösung. Ted Nelson war ein Visionär. Er sah in Computern die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung der Menschen. Auch der junge Steve Jobs war von diesen neuen Ideen fasziniert. Computer zu den Menschen zu bringen, war die Vision an beiden Küsten. Aber nur die Westküste machte ein Geschäft daraus. Er hatte einen Bart und ungepflegte Haare, trug ein weißes T-Shirt, zerlöcherte Jeans und Birkenstocks. Steve Jobs war ein echter Hippie. Er lief barfuß, war Vegetarier und stand auf Kommunenleben und sowas. Er wusch sich auch nicht besonders gern. Ich glaube, alles fing mit seiner Reise nach Indien an. Da war er schon Vegetarier. Mit dabei war Dan Kottke. Er teilte mit Steve Jobs die ersten spirituellen Erfahrungen. Uns verband die östliche Literatur. Und dann gingen wir zusammen nach Indien. Außerdem waren wir auf dieser Apfelfarm in Oregon. Er war dort in einer Kommune. Das war ihm wichtig, auch die Ideen dahinter. Und daran hat sich auch nichts geändert, als er einer der erfolgreichsten Kapitalisten der Welt wurde. Steve Jobs war ein Kind der 60er, mit allem, was dazugehörte. Egal ob Experimente mit Drogen oder Interesse an östlichen Kulturen, er wollte seinen Horizont erweitern und klinkte sich dazu auch mal aus der Gesellschaft aus. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen wollte und wie mir die Universität dabei helfen sollte. Ich brach ab und musste nicht mehr die langweiligen Pflichtfächer besuchen. Das war aber nicht immer romantisch. Ich hatte kein Zimmer, sondern schlief auf dem Fußboden bei Freunden. Ich sammelte Colaflaschen für die 5 Cent Pfand, um mir Essen zu kaufen. Und jeden Sonntag lief ich 11 Kilometer zum Hare Krishna-Tempel, um wenigstens einmal pro Woche eine anständige Mahlzeit zu bekommen. Ich liebte es. Seine Familie war eher Mittelstand. Sein Vater war Postbeamter. Viele der benachbarten Familien arbeiteten in der Elektroindustrie.
1970 traf ich Steve Jobs zum ersten Mal. Wir hatten viel gemeinsam. Wir verstanden mehr von Elektronik als fast alle anderen Leute, vor allem Leute in unserem Alter. Die Liebe zur Elektronik machte die beiden schnell zu besten Freunden. Ich baute mir so ein Pong-Spiel und als Steve von der Apfelernte in Oregon nach Hause kam, zeigte ich es ihm. Er sagte nur, Atari, das ist es. Sofort besorgte er sich dort einen Job. Dabei war er gar kein Ingenieur. Wichtiger als eine Ingenieursausbildung waren Wille und Begeisterung. Und dieser Junge hatte beides im Überfluss. Der erste Schritt war gemacht. Sie stellten ihn für die Nachtschicht ein, in der sie ihre Spiele entwickelten. Ein Job bei Atari war zwar für jeden Silicon Valley-Hippie der Traum, aber Steve wollte mehr. Als Steve 1974 für mich arbeitete, sagte er mir, er würde nach Indien zu seinem Guru gehen. Das überraschte mich nicht. Und dann, etwa 3 Monate später, sagte jemand, hey Al, Steve ist zurück. Welcher Steve? Steve Jobs? Na dann schick ihn rein. Er trägt eine safranfarbene Robe, hat eine Glatze und ist barfuß. Gibt mir ein Buch über indische spirituelle Lehre und fragt, kann ich meinen Job wieder haben? Und ich sagte, klar. Nach dem Indien-Trip wurden die beiden Steves zum absoluten Killer-Duo. Nolan hatte Steve dazu gedrängt, dieses Spiel zu entwickeln. Ich brauchte einen Ingenieur für Breakout, ein Spiel, das ich entwickelt hatte. Und ich konnte keinen unserer Ingenieure dafür begeistern. Nolan wusste nicht, dass Steve kein echter Spieleentwickler war. Steve Jobs sagte zu mir, Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, will eine Einzelspielerversion von Pong. Steve und ich arbeiteten nachts. Er baute es zusammen und ich probierte es aus, um herauszufinden, was nicht passte. Wir schliefen 4 Tage nicht und bekamen beide die Schlafkrankheit. Auch ein Beweis für Steve Jobs unbeschwertes Gemüt. Da Nolan die Kosten niedrig halten wollte, bot er Steve für jeden weniger verbauten Chip oder IC als $50,000 Bonus. Wozniak und Jobs vereinbarten zu teilen. Wozniak musste mit 45 Chips auskommen. Es war einfach unglaublich. Und Nolan zahlte die Wette aus. Bushnell schuldete dem Duo $5,000. Beim ersten Treffen des Homebrew Clubs am 7. März 1975 kamen 30 Leute. Ein Treffen von Computerfanatikern, das die Welt verändern sollte. Sie liebten Spiele, sie liebten Science Fiction und es waren fast nur Männer. Die meisten von ihnen würde man schon als Nerds bezeichnen. Sie hatten Kugelschreiber-Etuis, lauter Coolies und Bleistifte. Besonders cool war es, seinen Taschenrechner am Gürtel zu tragen. Das war sozusagen das Coolste überhaupt. Zu dieser Zeit löste sich die Hippie-Bewegung auf und machte Platz für etwas Neues. Sie waren richtig heiß auf Computer. Sie wollten sie bauen und programmieren. Sie wollten diese Technik einfach in Händen halten. Sie waren die neuen Silicon Valley-Vorbilder. Diese Typen, die den Computer bauten, waren unter 25, die meisten unter 21. Die hatten gerade erst ihren Uni-Abschluss. Einige davon waren einfach dazu berufen, berühmt zu werden, so wie Steve Wozniak und Steve Jobs zum Beispiel. Dort kam der Apple One her, aus dem Homebrew Computer Club. Aus der Hand von Steve Wozniak. Er entwarf diese Apple One-Schaltplatte und nahm sie mit zu Homebrew, um sie den anderen zu zeigen. Und die waren total beeindruckt. Doch hätte Jobs nicht auf sein Bauchgefühl gehört, wäre das Ganze ein Spiel für Nerds geblieben. Steve Jobs sagte, lass uns eine kleine Firma gründen und diese PC-Schaltplatten verkaufen. Die Leute wollen deinen Computer bauen. Das war der Startschuss für den Apple One. Jetzt waren genug Leute da, um es tatsächlich möglich zu machen. Letztendlich verkaufte er 200 davon. Und aus Hare Krishna Steve wurde Unternehmer Steve. Steve sah die Nachfrage kommen. Fehlte nur noch ein Name für seine Geschäftsidee. Er sagte, ich habe einen super Namen für unsere Firma, Apple Computer. Wir überlegten auch technische Namen, aber nichts kam an Apple ran. Trotzdem wollte Wozniak zuerst nicht.
Ich ging zu Hewlett-Packard und flehte sie an, lasst uns ein kleines Gerät für $800 machen, das man in den Fernseher steckt. Damit kann man einfache Programme entwerfen, Spiele spielen und es ist sogar in Farbe. Aber sie lehnten ab. Also ging der gemeinsame Weg weiter. Ich verkaufte meinen wertvollsten Besitz, meinen HP 65 Taschenrechner. Steve verkaufte seinen VW-Bus und wir legten zusammen. Das war unser Startkapital. Der Silicon Valley-Klassiker, zwei Typen und eine Garage, begann. Beide wollten etwas ganz Tolles schaffen. Ich würde sagen, was sie verband, war, dass sie beide etwas Besseres machen wollten, als es jemals gegeben hatte. Wir zwei hatten eine eigene Firma. Es war egal, ob wir damit Geld verdienten. Wir machten es zum Spaß. Aber aus dem Spaß wurde sehr schnell eine ernste Sache. Dann machte Steve einen Deal, um fertig gebaute Computer zu verkaufen. Einen Riesendeal. Paul Terrell kam zu einem der Homebrew-Treffen, wo Steve Wozniak seinen Apple One vorführte. Paul Terrell zeigte Interesse. Also besuchte Jobs ihn am nächsten Tag in seinem Bike-Shop in Mountain View, einem der ersten Computerläden überhaupt. Er sagte zu Terrell, ich kann Computer liefern. Wie viele wollen Sie? Jobs stand da, barfuß, und Terrell antwortete, wenn du 50 Computer liefern kannst, verkaufe ich sie. Er hatte Dollarzeichen in den Augen. 50 Schaltplatten für je $500. Also ein Auftrag über $25.000. Das war richtig viel Geld damals. Terrell wollte sie natürlich sofort. Also schoben Steve und Wozniak 60-Stunden-Wochen, um die Computer zu bauen. Und trotzdem brauchten sie Hilfe. Es war im Frühjahr 1976, als er mir von seinem Computer-Startup erzählte. Steve Jobs Garage war die Werkstatt. Wir fuhren los, um etwa 25 Schaltplatten zu holen und brachten sie zu Steves Garage. Wir stopften die Chips in die kleinen Fassungen, schalteten alles an, um zu sehen, ob es funktionierte. Und wenn ja, prima. Dazu brauchte man keine Technik-Skills. Wir packten alles in Boxen, fuhren sie zum Laden und kassierten ab. Jobs übte währenddessen seine neue Rolle als Geschäftsführer. Steve musste Einzelteillieferanten auftreiben. Er musste Läden finden, die unsere Computer kaufen wollten. Die ganze Telefoniererei fand in seinem Schlafzimmer statt. Er reiste nach New York, wo Stan Veit gerade seinen Computer Mart eröffnete. Ich sagte, okay, schick sie mir. Und zwei Tage später kommt eine FedEx-Lieferung mit $600 Nachnahmegebühr. Keiner konnte glauben, dass dieser kleine Computer, diese einzelne Schaltplatte, so viel leisten konnte. Stan Veit lädt Jobs zur örtlichen Computermesse ein. Steve kam in zerrissenen Jeans an. Meine Schwiegermutter, eine italienische Großmutter, war auch dort und sagte nur, an meinen Stand stellst du dich nicht mit deinem entblößten Hintern. Das Geschäft lief gut an. Aber Steve Jobs wollte einen richtig großen Businesspartner. Mike Markula wollte mit Steve Jobs zusammenarbeiten. Und das war dann wirklich der magische Moment. Markula war ein Profi und ein wohlhabender Mann. Mike Markula stieg sehr früh aus dem Konkurrenzkampf um die Produktion des Intel-Chips aus. Doch jetzt wollte er seinen Ruhestand verschieben. Mike Markula glaubte sehr an Steve Jobs. Er wurde unser gleichwertiger Partner und unser Mentor. $90.000 für ein Drittel der Firma. Jobs war völlig klar, dass er das ausnutzen musste. Apple wurde eine erfolgreiche Firma, weil sie recht schnell professionelles Management dazu holten. Die Zeit war reif für die nächste Erfindung der beiden Steves, den Apple II. Wir wussten, dass wir wahnsinnig viele davon verkaufen würden. Wir reden hier von Millionenbeträgen. Das industrielle Design des Apple II trug stark zur Attraktivität bei. Das Gehäuse sah nach Verbraucherhardware aus, nicht nach Spielzeug. Jobs war entschlossen, den Apple II in alle Haushalte zu bringen. Steve wurde klar, dass er Werbung für die breite Masse brauchte. Und die beste Adresse dafür war im Silicon Valley Regis McKenna. Jobs war sich sicher, dass McKenna ihn nicht abweisen würde. Ich glaube nicht, dass Jobs barfuß ankam, aber schick hat er sich bestimmt nicht gemacht. Regis wies ihn tatsächlich nicht ab, was zeigt, dass er selbst ein Visionär war. Die Werbekampagne für den Apple II war bahnbrechend, aber McKenna feilte auch an Jobs Image. Steves Persönlichkeit veränderte sich.
weil er die Chance erkannte, erfolgreich zu sein und richtig viel Geld zu machen. Auch das Verhältnis zu seinen ältesten Freunden wurde immer professioneller. Ich hatte Glück. Ich habe schon früh herausgefunden, was mir Spaß macht. Als ich 20 war, starteten Woz und ich Apple in einer Garage. Wir arbeiteten hart und in 10 Jahren wurde Apple zu einer 2-Milliarden-Dollar-Firma mit 4.000 Angestellten. Mike Markulas Geschäftsplan war sagenhaft optimistisch. Nach nur 18 Monaten sollte Apple Gewinn abwerfen. Der Erfolg des Apple II schien unaufhaltsam, also ging Jobs an die Börse. Wir starteten mit einem der gefragtesten Erstbörsengänge aller Zeiten. Ende 1980 waren die Apple-Gründer Millionäre. Steve sagte, mit 21 war er 1 Million wert, mit 22 10 Millionen und als er 23 war und Apple an die Börse ging, 100 Millionen. Sein Wert stieg sogar auf 236 Millionen Dollar. Doch sein Freund Dan Kottke ging leer aus und Jobs erntete den Ruf, ein skrupelloser Geschäftsmann zu sein. Apple hatte nun das Potenzial, die Welt zu verändern. Und genau das spornte die Entwicklung des Macintosh an. Die Geburtsstunde des Macintosh im Palo Alto Forschungszentrum Park lag etwa 10 Jahre zurück. Bildschirme, wie wir sie heute kennen, mit all den Fenstern oder das Benutzen der Maus, Park führte all das zusammen. Doch die Firma dahinter machte damit niemals Gewinn. Der Knackpunkt war, dass Steve Xerox erlaubte, ein bisschen in Apple zu investieren. Aber im Gegenzug mussten sie ihre Betriebsgeheimnisse preisgeben. Die Mitarbeiter des Park waren dagegen. Sie glaubten, Steve würde ihre Ideen klauen und genau das tat er auch. Jobs konnte nicht fassen, dass Xerox diese Sachen nicht auf den Markt bringen wollte. Steve marschierte im Raum auf und ab. Er konnte nicht stillsitzen. Sie waren so aufgeregt, als sie fanden, wonach sie gesucht hatten. Sie interessierten sich nur für den Bildschirm und die Maus. Und für die Leichtigkeit, mit der Büroarbeiter damit einfache Dinge machen konnten. Im Park fand Steve endlich die Erleuchtung, die nicht mal Indien ihm bieten konnte. Er schaute sich die Arbeit anderer Leute an und entdeckte den Macintosh. Steve war ziemlich interessiert an diesem Projekt und wünschte sich die Leitung darüber. Jobs sah sich selbst im Krieg mit der ganzen Welt. Steve hatte einen sehr ungewöhnlichen Managementstil, wie eine tickende Zeitbombe. Er lief umher, um zu sehen, was die Leute machen, und sagte, das ist gut, aber ist das wirklich das Beste, was du kannst? Er sagte, das ist ja furchtbar, oder aber das ist großartig, das ist unglaublich großartig. Viele Ingenieure hatten Probleme mit diesem Stil. Leider war er sehr launisch. Was er an einem Tag großartig fand, fand er am nächsten Tag furchtbar. Man konnte ihm erst glauben, wenn er 2 oder 3 Tage lang das Gleiche sagte. Wir überlegten, wie lange die Entwicklung der Macintosh-Software dauern würde. Eigentlich 2,5 Jahre, aber Steve sagte, nein, es darf nur 8 Monate dauern. Damit stand der Zeitplan fest und wir mussten damit leben. Im Macintosh sah er ein völlig neues Konzept, das voll ausgeschöpft werden musste. Ihm wurde klar, dass er eine neue Software brauchte. Jeder wollte Textverarbeitung. Dafür brauchte Mac die Software von Microsoft. Um diese zu bekommen, erlaubte Steve Microsoft, ihm in die Karten zu schauen. Ich bemerkte einen Kerl, der Fragen stellte, deren Antworten er nicht wirklich brauchte, um die Software zu entwickeln. Jetzt kannte Bill Gates die Geheimnisse. Sie hatten den Code gesehen und konnten nun einen eigenen entwickeln. Steve Jobs vertraute darauf, dass sein Mac zuerst fertig sein würde. Es war ein Schock, als Microsoft im November 83 die erste Windows-Version veröffentlichte. Nur 1-2 Monate, bevor wir den Macintosh auf den Markt bringen wollten. Steve Jobs kam sich verraten vor. Aber Bill Gates glaubte, dass er, so wie Steve ja auch, nur die Fortschritte des Park nutzte. Und über die Jahre wurde Windows zum Spitzenreiter. Rechtlich gesehen hatte Bill Gates gewonnen. Apple konnte nie Klage gegen Microsoft einreichen. Trotzdem war Jobs noch siegessicher.
Der Macintosh wurde am 24. Januar 1984 präsentiert und war kurz danach versandbereit. Ridley Scotts Werbung dafür war eine bissige Antwort auf IBM und Microsoft. Wir arbeiteten mit kleinen Anspielungen auf den Roman 1984 von George Orwell. In der Werbung befreit Macintosh die Menschen aus der Tyrannei des IBM-PCs. Doch Jobs musste feststellen, dass sich der Mac kaum verkaufte. Der Mac machte sich anfangs nicht gut. Er war zwar ein Kritikererfolg, aber verkaufte sich schlecht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte einfach nicht. Der erste Macintosh war nicht gerade billig. $25.000. Das Interesse der Nerds ließ schnell nach. IBM beherrschte damals 80% des Unternehmensmarktes. Es war ein Fehler, ihnen so hinterherzulaufen. Anfangs lief es gut, aber zum Herbst 1984 gingen die Verkäufe schon wieder zurück. Das war kein Computer, der sich mit den anderen auf dem Markt messen konnte. Er war eher für Privatpersonen gedacht. Dann fand der Mac aber doch eine Marktlücke. Es war das Desktop-Publishing, das den Macintosh schlagartig beliebt machte. Grund dafür war der vernetzte Laserdrucker. Der Macintosh veränderte unsere Sicht auf Computer für immer. Man konnte Sachen auf dem Bildschirm verschieben, mit ihm interagieren. Wir kannten ja nur Symbole, die für Dokumente standen und Fenster, in denen diese aufbewahrt wurden. Jetzt nutzen wir alle diesen Macintosh-Computerstil, aber Apple zog daraus keinen Gewinn. Aller Schwierigkeiten zum Trotz wollte Jobs seine Schöpfung nicht aufgeben. Das endete darin, dass Apple mal wieder Probleme hatte. Und Steve Jobs musste letztendlich dafür bezahlen. Der Vorstand verlangte nach jemandem über Jobs, der die Zügel in die Hand nahm. Sie suchten ein ganzes Jahr, bis sie sich endlich für John Sculley entschieden. Heute würde Steve Jobs das wahrscheinlich als größten Fehler seines Lebens bezeichnen. Sculley war ein bewährter Geschäftsführer. Er hatte viel Erfahrung als Chef von Pepsi. Jobs war sehr daran interessiert, wie kreativ alles bei Pepsi vermarktet wurde. Doch Sculley ließ sich bitten. Er köderte ihn mit seinem berühmten Spruch: Wollen Sie weiterhin Zuckerwasser an Kinder verkaufen oder wollen Sie mit Apple die Welt verändern? Der Topmanager ließ sich überzeugen, aber schon bald gab es erste Streitpunkte. Steve pumpte immer weiter Geld in den Mac, obwohl wir Produkte hatten, die sich besser verkauften wie den Apple II. '85 stand es um die Verkaufszahlen des Macs immer noch nicht gut. Um die Firma lukrativ zu halten, wollte Sculley in den Apple II investieren. So lange, bis der Macintosh von allein zum Erfolg wurde. Viele glaubten, dass Jobs neidisch war, weil Wozniaks Apple II die Firma über Wasser hielt. Er war der Überzeugung, dass man sich nicht auf die Vergangenheit, den Apple II, sondern auf die Zukunft, den Macintosh, konzentrieren sollte. Einer musste gehen. Aber keiner konnte sich vorstellen, dass Jobs je gefeuert werden würde. Als ich merkte, dass alles den Bach runterging, bat ich Steve Jobs und John Sculley zu einem Meeting. Etwa nach der Hälfte war Steve so aufgelöst, dass er anfing zu weinen. In diesem Moment hatte John Sculley gewonnen. Ich wusste, er würde dem Vorstand sagen, dass Steve labil wäre. Und genau das tat er auch. Sculley überzeugte den Vorstand, dass Steve in anderer Position besser aufgehoben wäre. Doch Jobs ertrug es nicht, in der eigenen Firma degradiert zu werden. Es ist umstritten, ob Steve kündigte oder gefeuert wurde. Offiziell kündigte er, in Wahrheit wurde er aber gefeuert. Es war ein sehr trauriger Tag, als Jobs kündigte. Selbst erwachsene Männer hatten Tränen in den Augen. Für ein paar Monate wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich hatte vor aller Öffentlichkeit versagt. Ich wollte sogar aus dem Valley davonlaufen. Aber ganz allmählich wurde mir klar, dass ich immer noch liebte, was ich tat. Der Vorfall bei Apple änderte nichts daran. Ich wurde abgewiesen, aber ich liebte es trotzdem noch. Deswegen wollte ich von vorn beginnen. Steve Jobs fasste den Mut für einen kompletten Neuanfang.
Er kam aus seiner Auszeit zurück und sagte, ich verlasse Apple, aber ich nehme ein paar Leute mit. Keine Schlüsselfiguren. John Scully freute sich fast darüber, seinem besiegten Partner einen letzten Wunsch zu erfüllen. Kurz darauf stand das Konzept für Next, ein Produkt, das Universitäten für Forschungszwecke nutzen sollten. Steve Jobs glaubte, das wäre der perfekte Computer, aber es gab keinen Markt dafür. Next war zugleich Spitzenleistung und finanzielles Desaster. Steve tat mir leid, als Next sein Hardware-Geschäft aufgab und 100 Millionen Dollar abschrieb. Das war schon hart. Ich dachte, das wäre das Ende seiner Karriere. Damals wusste ich es noch nicht, aber bei Apple gefeuert zu werden, war das Beste, was mir passieren konnte. Es nahm mir den Erfolgsdruck und gab mir die Unbeschwertheit und Ungewissheit eines Anfängers zurück. Das machte den Weg frei für die kreativste Phase meines Lebens. Nach Apple hatte er nicht nur in Next investiert. Wir hatten eine Vision. Wir wollten die Ersten sein, die einen digitalen Film herstellten. Das war 1975. L.V. Ray Smith, ehemaliger Mitarbeiter des Park, arbeitete für das Team von George Lucas. Lucas wollte ein paar Leute bei ILM loswerden. Aus ihnen wurde letztendlich Pixar. Sie besuchten Lucasfilm, um sich den Stand der Dinge in Sachen Grafiken anzusehen. Steve gefiel das so sehr, dass er 10 Millionen Dollar in die Firma Pixar steckte. Als Steve die Firma kaufte, war sie noch kein Filmstudio, sondern eine Softwarefirma. Smith erfuhr bald, was es bedeutete, mit Jobs zu arbeiten. Steve verursachte immer nur Chaos, wenn er kam. Wir wollten ihn nicht mal im Gebäude haben. Es ist also kompletter Humbug, wenn Leute sagen, Steve hätte Pixar geleitet. Pixar hatte noch kein klares Ziel und verlor dadurch viel Geld. Die Firma schwankte zwischen Software und Zeichentrickfilmen. Wenn Steve Rechnungen bezahlte, zahlte er insgeheim die Animationsabteilung mit. Viele Leute hätten gesagt, nein, ich habe eine Softwarefirma gekauft, ich mache keine Filme. Aber er ließ sie gewähren. Die Chance zum Durchbruch kam 1991 von Disney. Pixars Bestehen hing komplett von ihrem ersten Film ab, Toy Story. Wir sollten den Film machen und Disney wollte für Produktion, Vertrieb und Vermarktung zahlen. Smith fühlte den Zeitpunkt seines Abschieds gekommen. Dem Film stand nichts mehr im Wege und ich stieg elegant aus. Ich musste Jobs aus meinem Leben entfernen. Dabei hielt sich Steve Jobs eigentlich weitestgehend raus. Er überließ den Künstlern ihre Arbeit und konzentrierte sich auf das Geschäft. Er tat, was von einem Geschäftsführer erwartet wurde. Toy Story wurde ein voller Erfolg und Steve Jobs profitierte. Als Toy Story rauskam, entschied er sich erneut an die Börse zu gehen. Ein genialer Schachzug. Der Verkauf von Pixar an Disney machte den Geniestreich komplett. Disney hätte sich Pixar für 50 Millionen Dollar schnappen können. Aber sie warteten und mussten am Ende 7,4 Milliarden zahlen. An die Börse zu gehen, noch bevor Toy Story richtig groß rauskam, war schon genial. Das hat ihn über Nacht zum Milliardär gemacht. In der Zeit nach Apple fand Steve heraus, wer er wirklich war. Ihm ging es darum, Mensch und Technologie zusammenzubringen. Steve liebte das Showbusiness und die Musik. Er liebte Entertainment und Filme. Und in Pixar sah er die Möglichkeit, der Welt genau das zu verkaufen. Nun war er bereit, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Als Steve zurückkam, verlor Apple 1 Milliarde Dollar jährlich und hatte keine Strategie dagegen. Mitte der 90er entließ Apple John Scully und versuchte, die Firma an den Höchstbietenden zu verkaufen. Ohne Erfolg. Apple holte Gil Amelio, der die Firma retten sollte. Aber das klappte gar nicht. Steve Jobs sagte zu dieser Zeit, Apple habe seine Seele verloren. Sie versuchten nur noch eine Computerfirma zu sein. Dann hatte Amelio die Idee, die Apple retten und seinen Job kosten sollte.
Sein Einsatz für Steve Jobs machte es überhaupt erst möglich, dass dieser schließlich zu Apple zurückkam. Emilio war sicher, dass Apple etwas brauchte, das sich mit Windows 95 messen konnte. Ein richtiges Multitasking-Betriebssystem mit besserem Support von Netzwerken und so weiter. Ich entschied mit, ob Apple Next kaufen sollte. Jobs verkaufte Next für 400 Millionen Dollar und eine aktive Rolle bei Apple. Er glaubte nicht, dass Gil noch lange dabei bleiben würde. Aber anfangs war er schon sehr darum bemüht, Gils Erfolg voranzutreiben. Sonst wäre Apple ja verschwunden. Doch schon bald würde Jobs die Führung wieder selbst in die Hand nehmen. Als Steve zu Apple zurückkam, rannte er hektisch durchs Unternehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Schließlich war er seit 12 Jahren nicht mehr dort gewesen. Er entschied sich für drastische Veränderungen. Das Produktangebot sollte viel einfacher werden. Zu dieser Zeit hatte Apple Dutzende Produkte mit sehr komplizierten Namen. Jobs warf alles bis auf 4 Produkte aus dem Sortiment. Es gab ein Desktop- und ein Laptop-Modell für Geschäftsleute und jeweils ein Modell für Privatpersonen. Das war's. Genau wie früher konzentrierte er sich auf das Design. Er trat an Jonathan Ive heran, ein vergleichsweise unbekannter Designer, der bei Apple arbeitete. Von ihm stammte das Design des iMac. Von nun an war Jonathan Ive der Designer aller neuen Produkte. Der iMac war der erste große Erfolg nach Steves Rückkehr. Er war eine Kombination aus neuem Betriebssystem und aufregendem Hardware-Design. Damit rettete sich Apple vor dem Bankrott. Das revolutionäre Design, die hellen Farben und die nette Blasenform hatten genauso Anteil am Erfolg wie der Hype um die ganzen i-Internet-Geräte. Der iMac verkörperte den neuen digitalen Lifestyle. Steves Vision für Apple war eine Neuausrichtung. Er wollte den Weg für das sogenannte Digital Hub ebnen. Jobs begann seine Tradition der Keynote-Reden. In diesen Jahren war die Macworld für viele von uns der wichtigste Event im Silicon Valley. Er erfand die Think Different-Werbekampagne, die nicht nur den Kampfgeist und die Werte bei Apple stärken sollte, sondern auch als Signal nach außen zu verstehen war. Hey, wir sind noch da. Nach 14 Jahren war Apple endlich so, wie Jobs es sich immer vorgestellt hatte. Er fing an, die Menschen im großen Stil mit Technologie zu versorgen. Steve Jobs' Ziel war von Anfang an der Privatcomputer. Das hat er immer wieder betont. Er sprach dabei vom Computer für jedermann. Als es auf die Jahrtausendwende zuging, wollte einfach jeder einen Computer. Fast alles, was interessant ist, machen wir heutzutage am Computer. Computer bieten eine Plattform für soziale Vernetzung und machen auf so viele verschiedene Arten Spaß. Steve hatte ein gutes Gespür für Märkte mit Innovationsbedarf. In der Musikindustrie lag er damit goldrichtig. Musik auf dem Computer anzuhören und zu archivieren, war 2001 bereits zu einem Massenphänomen geworden. Ursprünglich wollte Steve den iPod nutzen, um den Wert des Macintosh zu steigern. Nur wer einen Macintosh besaß, sollte dieses coole Gerät, den iPod, für sich nutzen können. Apple sagte schon vor vielen Jahren, dass sie raffinierte Geräte entwickeln werden, und der iPod war das allererste davon. Handgeräte für Unterhaltungselektronik. Das war Sonys Hoheitsgebiet. Die Idee eines Computers, der mit dem Netz verbunden ist, nimmt Gestalt an. Es war einfach das Gesamtpaket. Der iPod als Hardware in Kombination mit iTunes machten die Sache zu so einem Riesenerfolg. Wieder mal machte Benutzerfreundlichkeit den entscheidenden Unterschied. Man brauchte nur Musik auf iTunes laden und diese spielte sich dann über ein Kabel von selbst auf den iPod.
Das einfache Synchronisieren des iPods, das war revolutionär. Der iPod war ein kleiner Computer für den Privatnutzer, dessen einziger Zweck das Abspielen von Musik war. Und anscheinend war das schon Grund genug, ihn zu kaufen. Doch um die Musikbranche zu revolutionieren, brauchte Jobs die Hilfe der ganz Großen. Mit allen Labels an Bord war das Angebot gesichert. Aber Napster drohte ihnen, die Suppe zu versalzen. Der Musikindustrie wurde klar, dass eine legale, billige Lösung gebraucht wurde. Er ging auf die Musikindustrie zu und sagte: Zuallererst werde ich eure Musik beschützen und sicherstellen, dass euer Produkt fair bezahlt wird. Als nächstes waren die Konsumenten dran. Das Alleinstellungsmerkmal des iPods war, seine Musiksammlung ständig bei sich zu haben und diese kreuz und quer anhören zu können. Shuffle-Funktion und Drehscheibenauswahl waren entscheidende Innovationen. Der iPod verkörpert und beschleunigt unsere Neigung, uns durch die digitale Welt zu shufflen. Für Apple ein Meilenstein. Der iPod veränderte Apple. Durch seinen Erfolg hatten sie nun einen dominierenden Marktanteil. Es gab jetzt ein Gerät, das jeder benutzte. Fehlte nur noch der direkte Draht zur Welt. Telefone, Kameras und Musiknutzung wurden intelligenter, das Internet immer leichter zugänglich. Es war klar, dass sich diese Entwicklungen vereinen würden. Jetzt gab Apple den Ton an und das neue Motto war Mobilität. Apple war nicht länger eine Firma, die um kleine Marktanteile kämpfen musste, sondern eine Firma, die marktdominierende Geräte herausbrachte. So wie das Apple iPhone. Es war nicht nur ein Musik- und Videoplayer, es war ein Allzweckcomputer zum Mitnehmen. Das iPhone wurde zum Computer für jedermann. Ach, und übrigens, der kleine Allzweckcomputer ist mindestens genauso leistungsstark wie alle PCs, die seit den 70ern auf dem Computermarkt sind. Das Gerät ist mehr ein Computer für die Hosentasche als ein Handy und bietet immer eine Lösung für fast jede Lebenslage. Der Erfolg eines Computers hängt immer von seiner Software ab. Als Jobs das iPhone vorstellte, glaubte er nicht, dass der Erfolg so stark davon abhing, dass so viele Menschen ihre eigenen Apps entwerfen konnten. Er sagte, das wird dem iPod sehr ähnlich, hat aber zusätzlich ein paar Apps. Steve hielt immer die sogenannten Montags-Meetings. Man setzte sich mit ihm hin und bekam eine Reihe von Anweisungen. Das iPhone war das Ergebnis von Jonathan Ives' Design und Steve Jobs' Vision. Prototypen waren für Apple sehr wichtig. Ich will es sehen. Erzähl mir nicht einfach davon, zeig es mir. Schnitz es aus einem Stück Holz oder zeig mir anderweitig, worum es geht. Diesmal kam dem Design noch größere Bedeutung zu. Das iPhone sollte perfekt sein. Apples Philosophie ist es, das gesamte Gerät unter Kontrolle zu haben. Angefangen bei der Herstellung bis hin zum Kundenservice. Sie konnten darüber bestimmen, welche App-Entwickler es auf den Markt schafften. Trotz strenger Kontrollen des App Stores wurde der Markt mit neuer Software überschwemmt. Apple machte den Weg für App-Entwickler frei und legte damit den Grundstein ihres Erfolgs. Die Apps veränderten den Umgang mit Smartphones und das wiederum den Umgang mit Computern allgemein. Über einen Tablet-Computer wurde schon seit sehr langer Zeit geredet, fast seit den Anfängen des Privatcomputers. Nach dem Erfolg des iPhones glaubte Steve, dass die Welt nun dafür bereit war. Die Idee, seinen Computer in der Hosentasche dabei zu haben, ist heute ganz normal. Es stellte sich heraus, dass Benutzerfreundlichkeit eine der wichtigsten Eigenschaften ist. Sie macht ein Produkt attraktiv für die Kunden. Der Touchscreen brachte eine Reihe neuer Möglichkeiten. Man fragt sich, gefällt mir das? Habe ich Spaß und Freude an dieser Software? Wenn nicht, dann suche ich das eben woanders.
Das iPad sollte der nächste Riesenerfolg werden. Das iPad war nur der Anfang der Erweiterung des iPhones. Jobs wusste, dass die Erwartungen der User ständig steigen. Steve war überzeugt, dass die Leute bessere Geräte zum Mitnehmen wollten, statt an den Schreibtisch gefesselt zu sein. iPhone-Benutzer kannten bereits die Möglichkeit, überall an Medien und Informationen zu kommen. Es gab bereits Millionen von Usern, eine breite Basis, die damit vertraut war. Doch unsere Nutzung von Computern würde sich noch einmal weiterentwickeln. Die Revolution des iPads zielte auf das Verlagswesen ab. Ich will meine Bücherei immer dabei haben, ohne alle Bücher mitzuschleppen. Ich kann sie einfach auf das Gerät laden, anschauen und lesen. Steve Jobs katapultierte die Welt in die Neuzeit der Computer. Niemand möchte sterben. Nicht einmal die Menschen, die in den Himmel wollen. Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Das Wichtigste ist, dass man den Mut hat, seinem Herzen und seinem Bauchgefühl zu folgen. Die wissen schon irgendwoher, was ihr wirklich werden wollt. Alles andere ist zweitrangig. Am 5. Oktober 2011 starb Stephen Paul Jobs an Bauchspeicheldrüsenkrebs. 7 Jahre hatte er dagegen gekämpft. Sein Lebenswerk entstand 35 Jahre zuvor aus einer Hippie-Utopie. So gut wie jeder aus der Branche hatte das Buch von Ted Nelson gelesen. Sie glaubten alle, dass Computer für die Menschen da waren. Also war ihre Lösung, sich einen eigenen zu bauen. Letztendlich wurde Apple zum Symbol der digitalen Revolution. Eines der Leitbilder unseres Entwicklerteams war ein Computer, den man mit ins Bett nehmen konnte. Die Idee aus den 60ern, Technologie und Mensch zusammenzubringen, wurde 40 Jahre später Wirklichkeit. In Mitte der 90er hatte Apple einen Marktanteil von 3%. Mehr Privatnutzer gab es damals auch nicht. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Die PC-Nutzerzahlen explodierten förmlich und stellten alles bisher Dagewesene in den Schatten. Steve Jobs' Vision aus dem Jahre 1984 stellte sich 30 Jahre später als richtig heraus. Er gab seine Vision niemals auf und machte Apple dadurch zum wertvollsten Unternehmen weltweit. Apple ist inzwischen mehrere hundert Milliarden Dollar wert. Der Hippie namens Steve Jobs veränderte die Welt. Er wollte unbedingt etwas schaffen, das Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat. Seine digitale Revolution lässt sich mit nur einem Wort beschreiben. Das Stichwort ist Unterhaltungselektronik. Damit ist eigentlich alles gesagt. Hatte sich Stuart Brand seine Technik-Hippies so vorgestellt? Als ich jung war, gab es etwas namens Whole Earth Katalog, eine Art Bibel meiner Generation. Er wurde von jemandem namens Stuart Brand, nicht weit von hier in Menlo Park, erschaffen. Von seinem poetischen Hauch zum Leben erweckt. Das war in den späten 60ern, noch vor Privatcomputern und Desktop Publishing. Er wurde also nur mit Schreibmaschinen, Scheren und Polaroid-Kameras gemacht. Stuart und sein Team gaben mehrere Ausgaben des Whole-Earth-Katalogs heraus und irgendwann gab es die letzte. Das war Mitte der 70er Jahre und ich war gerade in eurem Alter. Die Rückseite der letzten Ausgabe zeigte eine Landstraße im Morgenlicht. So eine, auf der man sich beim Trampen wiederfinden würde, wenn man sich das traut. Darunter stand: Bleibt hungrig, bleibt verrückt. Und damit verabschiedeten sie sich. Und jetzt, da ihr euren Abschluss habt und vor einem Neuanfang steht, lege ich euch genau das ans Herz. Bleibt hungrig, bleibt verrückt. Vielen Dank.